Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Herzlich willkommen und Namaste. Ja, das ist heute eine dieser Yoga-Klassen, in der wir Yoga reduzieren werden, und zwar auf das rein Körperliche, also auf die Körperarbeit. Eine kurze, knackige und doch recht intensive Yoga-Einheit wartet auf dich. Im Hauptteil führt sie uns in eine ganz gute Kraft der Arme und des Rumpfes, und zwar in die Krähe, in Karkasana. Das braucht ein bisschen Vorbereitung, die machen wir auch, also bewegen uns gut durch, erwärmen uns, arbeiten mit uns, unserem Körper, und einfach für dich perfekt, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst, ja, mal so richtig schön mich durcharbeiten und Kraft und Spannung erfahren, da bist du genau richtig. Hilfsmittel brauchst du außer einer guten Yogamatte und einem Sitzkissen nichts Besonderes. Achte einfach mal drauf, dass wir, da wir auf den Handgelenken heute viel arbeiten, dass es dir dabei gut geht, und du kannst Dinge natürlich immer auslassen, wenn du sagst, das ist nicht deine Yoga-Praxis. Dann fühl dich frei, das ist mir sogar ganz lieb, wenn du mehr auf dich hörst als auf das Äußere. Und dann findest du einen guten Weg durch diese Yoga-Klasse hindurch. Ich würde sagen, wir reden nicht groß drum rum, lass uns starten, die Matte ausrollen und los geht's. Okay, los geht's mit einer kleinen Vorbereitung im Sitzen. Wir bereiten erst die Handgelenke vor, dann die Schultern. Für die Handgelenke kannst du einfach die kreisen lassen. Schön weich, schön groß, in ganz verschiedene Richtungen. Je mobiler die Handgelenke werden, desto wärmer werden sie auch, desto besser werden sie mit Gelenkflüssigkeit versorgt. Umso mehr wird die Muskulatur und der Sehnenbereich drumherum vorbereitet, und dann sind diese gestutzten Sequenzen im Hauptteil vielleicht ein bisschen angenehmer für die Handgelenke. Also auch mal Richtung wechseln zwischendurch. Dann mal mit weichen Fäusten kreisen. Auch hier die Richtung wechseln. Und die Hände öffnen, die Finger so ganz locker wegspreizen, wegschnipsen. Okay, dann schüttel nochmal die Arme locker aus. Lass einfach zur Seite nach unten sinken und kreis mit den Schultern nach hinten. Schön weich und groß. Ja, mach es ein bisschen ruhiger, sodass du die Atmung mitnehmen kannst. Und zwar mit dem Einatmen die Schultern nach vorn hoch, ausatmen nach hinten runter kreisen. Nochmal großen Bogen, einatmen nach vorn hoch, aus, nach hinten absetzen. Die Schultern ganz locker auf dem Brustkorb ablegen. Gut, jetzt breite die Arme zur Seite aus, dreh die Arme auswärts und einwärts. Auch hier bewegen sich die Schultern mit. Das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller, da die Schultermuskeln die Arme halten müssen. Also die Schultern können sich nicht ganz so gut jetzt bewegen. Trotzdem kannst du sie nach vorn runter und nach hinten runter rollen lassen. Und mal die Arme auswärts drehen. Jetzt schaff viel Abstand zwischen den Fingerspitzen der rechten und linken Hand. Also die Arme weit ausstrecken. Drück die Arme so gegen gedachten Widerstand nach unten. Spür die Spannung dabei. Und lass los, mal locker alles ausschütteln, Schultern bewegen, und weiter geht's im Vierfüßler. Auch hier nochmal locker durchbewegen, durch den Rücken, den Schulter- und Nackenbereich. Und dann wechsel in die Position des Kindes, leg dich auf die Oberschenkel ab, lass dein Gesäß nach hinten gleiten, die Stirn fließt Richtung Boden, die Hände krabbeln nach vorn, also streck dich ganz lang in den Flanken aus. Und atme in den Rücken. Mal so ein schöner, tiefer Atemzug, bevor es jetzt weitergeht. Mit dem nächsten Einatmen komm hoch in den Katzenbuckel und in den Pferderücken. Ausatmen, stellst du die Füße auf, schiebst dich zum abwärtsschauenden Hund. Becken nach hinten hoch, Fersen nach hinten runter. Einatmen, die Knie senken, in den Katzenbuckel mit langsamen Knien absenken. Zum Pferderücken. Ausatmend in das Kind eintauchen. Nochmal einatmen, wieder hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Also ganz lang schieben. Einatmen, die Knie sanft und langsam absetzen. Katzenbuckel. Das braucht eine gute Körperspannung. Wieder zum Pferderücken entspannen. Ausatmen, in das Kind eintauchen. Nochmal einatmen, hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Bleib jetzt hier oben und komm in den
Liegestütz, wenn du einatmest. Roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz. Schieb dich zurück in den Hund, wenn du ausatmest. Nochmal, einatmen nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Letztes Mal, einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz. Bleib hier, atme hier weiter. Schieb dich ganz lang, also einerseits die Fersen nach hinten drücken, andererseits den Scheitel nach vorn ziehen. Die Hände schiebst du in den Boden, sodass du zwischen den Schultern nach oben kommst. Hier dein T-Shirt aufspannst. Jetzt zieh die Beine ein bisschen aufeinander zu. Zieh auch die Hände aufeinander zu, als würdest du die Yogamatte zur Längslinie falten, zur Mittellinie. Atme, spür die Spannung. Lass es ruhig ein bisschen vibrieren. Mal tief einatmen und ausatmen. Setz Knie, Brust, Bein und Becken am Boden ab. Einatmen, Schultern nach hinten rollen. Heb dich in die Cobra, heb dein Brustbein. Ausatmen, komm wieder tiefer Richtung Bauchlage. Nochmal einatmen, hoch in die Cobra ziehen. Ausatmen, wieder zurück. Nimm jetzt die Beine mit hinzu. Einatmen, Oberkörper und Beine über die Innenseite hochheben. Ausatmen, wieder ablegen. Einatmen, nach oben. Brustbein heben, Beine über die Innenseiten anheben. Ausatmen, zurück. Jetzt löst du auch die Hände vom Boden. Einatmen, Oberkörper, Brustbein, Beine und Hände ein bisschen heben und ausatmen, zurück. Lass die Hände gehoben. Nochmal einatmen, nach oben ziehen, Hände schieben ein bisschen zurück. Ausatmen, wieder ankommen, nach unten. Letzte Runde, einatmen, zieh dich hoch. Bleib hier, die Hände schieben nach hinten, ziehen aufeinander zu, Schulterblätter schieben zusammen. Von der Rückseite ziehst du dein Herz nach vorn hoch, hebst dein Brustbein hoch. Leg nach vorn, Füße schieben nach hinten. Nochmal einatmen, zieh dich an den Enden deines Körpers ein bisschen höher. Und ausatmen, komm wieder tiefer, leg die Hände ab, leg die Beine ab, leg dein Brustbein tiefer. Die normale Cobra, einatmen, Schultern zurückrollen, zieh dich nach vorn hoch. Ausatmen, schieb dich zurück, der abwärts schauende Hund. Gut. Jetzt heb dein rechtes Bein nach oben, schau dem Fuß hinterher, heb ihn ganz weit hoch, sodass vielleicht der Fuß das Blickfeld verlässt. Atme ein, zieh dich hoch und atme aus, schwing den Fuß nach vorn. Gut. Rechter Fuß in den Boden drücken, linker Fuß bleibt aufgestellt, langsam nach oben kommen. Ihr braucht eine gute Balance hier, rechter Fuß drückt in den Boden. Ja, wenn du mal so ein bisschen wackelig bist, kein Problem. Immer mal mit Kraft nach unten denken, dann die Arme nach oben heben. Immer wenn du ausatmest, erdest du dich nach unten. Wenn du einatmest, wächst du leicht und du bist ein Freier nach oben. Greif jetzt dein linkes Handgelenk. Einatmen, zieh dich hier ganz hoch in der linken Seite lang. Ausatmen, neig dich nach rechts. Im Beckenboden sanft schließen, unteren Bauchraum so ein bisschen nach innen saugen. In die linke Seite atmen, hier lang werden, weit strecken. Mit dem nächsten Einatmen wieder nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zurück. Jetzt bitte ich dich, die Hände hinter dem Rücken zu falten. Roll die Schultern nach hinten, schieb die Faust nach unten, heb dein Brustbein nach oben hoch. Atmen die Vorderseite deines Körpers, atmen hoch Richtung Schlüsselbeine. Mit dem nächsten Ausatmen verneig dich nach unten an der Innenseite des rechten Beins vorbei. Der Nacken entspannt, Scheitel strebt Richtung Boden, Arme ziehen hoch Richtung Himmel, schieben über den Kopf, mal Schultern hochziehen, tief durchatmen und langsam wieder aufrichten nach oben. Nochmal einatmen, die Arme nach vorn und oben schwingen. Und jetzt im Ausatmen die Hände vor dem Herz zueinander bringen, zu Namaskara oder Anjali Mudra, je nach Yoga-Tradition. Hände vor dem Herz zueinander. Jetzt kommt der linke Ellenbogen außen gegen das rechte Knie. Du drückst mit Ellenbogen und Knie zusammen, sodass da ein kraftvoller Halt entsteht. Jetzt drückt die obere, die rechte Hand in die untere. Du schraubst dich nach rechts. Ellenbogen sind übereinander. Atme. Ausatmen, in die Drehung ziehen, ein bisschen zurücklehnen, einatmen, den Rücken lang machen. Tief atmen. Wenn du mehr Körperspannung möchtest, dann nutzt das nächste Ausatmen und schieb die Arme von dir weg, ganz parallel zu den Flanken. Atme, nochmal nach oben mit dem Einatmen
Und ausatmen, die Hände zum Boden, so links einen Schritt nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge, langer Rücken zieht dich nach vorn. Ausatmen in die ganze Vorbeuge, eintauchen nach unten. Einatmen in die Hocke, die Knie anbeugen, Oberkörper aufrichten, Arme heben. Ausatmen in eine tiefere Hocke, Gesäß tiefer, Arme nach hinten. Nochmal einatmen die hohe Hocke, Arme nach oben, Becken ein bisschen höher. Ausatmen tiefe Hocke, Becken tiefer, Arme nach hinten. Letzte Runde, einatmen nach vorn hochziehen, die Hocke. Ausatmend in den Stand, die Hände zum Herz. Gut, die Knie wieder anbeugen. Nochmal die Drehung, der linke Ellenbogen zwischen die Knie. Nach rechts drehen, rechter Ellenbogen über dem linken. Linkes Knie ein bisschen zurückziehen. Wenn du sehr flexibel in Drehungen bist, kannst du den Ellenbogen auch rechts außen neben das Knie setzen. Oder, wenn das schöner war, dann den Ellenbogen zwischen den Knien belassen. Ausatmen, nach rechts drehen. Einatmen, den Rücken lang machen. Atme. Ja, Gesäß vielleicht ein bisschen tiefer. Auch hier nochmal mit dem Ausatmen die Arme wegschieben nach vorn, parallel zu den Flanken. Weiter atmen, Körpermitte aufbauen in der Spannung. Mit dem nächsten Einatmen wieder aufrichten in die Hocke, in den Stand hochziehen. Ausatmen in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Einatmen zur halben Vorbeuge. Langer Rücken, ausatmen zur ganzen Vorbeuge, zurückfließen. Rechter Fuß mit dem Einatmen weit zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen, die Knie absetzen. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, zum Kind ankommen. Einatmen, wieder hoch. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Das rechte Bein heben. Jetzt beugst du dein rechtes Knie an, schiebst das rechte Knie nach oben über das linke, die Hüfte dreht nach rechts auf, Fuß schiebt nach links. Jetzt schau unter der rechten Achsel hinweg und hier mal so ein großer Kreise mit dem rechten Knie zur Seite. So zwei, dreimal kreisen mit dem rechten Knie. Schön weich in der Hüfte, schön groß. Gut, mit dem nächsten Ausatmen rechtes Knie zum linken Oberarm ziehen, Schultern nach vorn, einatmen zurückschieben, Hüfte aufdrehen. Nochmal ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm, einatmen wieder zurückschieben, Hüfte aufdrehen und ausatmen, rechtes Knie zum rechten Oberarm und zwar zur Außenseite. Und jetzt kommt die erste Armbalancehaltung. Wahlweise mitmachen oder auslassen. Das ist immer davon abhängig, was dir jetzt passt. Die Ellenbogen beugen, rechter Ellenbogen an die Innenseite des rechten Beines, linker Ellenbogen unter den linken Hüftknochen. Jetzt kannst du schön langsam dich nach vorn neigen und dein linkes Bein heben. Atme. Du kannst ja auch sagen, dass du das gar nicht nötig hast auf dem Level, auf dem du dich in Yoga befindest. Das ist sehr gut sogar. Und wieder zurück. Abwärts schauender Hund. Tief durchatmen. Ein Vinyasa. Einatmen zum Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Kobra. Ausatmen zurück in den Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, kurz zum Sitzen. Mal die Augen schließen, wenn du magst. Kurz nach innen lauschen. Wo ist jetzt die Wärme, die Spannung, die Kraft? Wo pulsiert da jetzt was in dir? Wie pulsiert dein Herz? Okay, weiter geht's. Andere Seite. Das Kind als Start. Hier mal die Handrücken bitte zum Boden bringen. Die Finger locker durchbewegen. Mal die Handgelenke nochmal bewegen. Gut, dann die Handflächen wieder zurück zur Yogamatte bringen. Aus den Händen das Gesäß nach hinten wegschieben. Einatmen in den Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund.
Einatmen zum Liegestütz, ein Vinyasa. Ausatmen, langsam ablegen. Einatmen in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund, wieder hochschieben. Das linke Bein heben, schau dem Fuß hinterher. Vielleicht siehst du noch, vielleicht siehst du noch nicht mehr. Einatmen und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen zu den Händen. Linker Fuß drückt in den Boden, er drückt, drückt, drückt und mit dieser Kraft hast du Stabilität, kannst dich in Ruhe aufrichten nach oben und die Arme heben. Vielleicht die Finger bis auf die Zeigefinger verschränken. Einatmen wird leicht nach oben, ausatmen, veranker dich nach unten. Finde so einen guten Mix aus Spannung und Leichtigkeit. Greif dein rechtes Handgelenk, einatmen, zieh dich hier ganz lang in der rechten Seite, zieh das Handgelenk hoch, ausatmen, neig dich nach links, den Beckenboden schließen, unteren Bauch so ein bisschen nach innen saugen und in die rechte Seite atmen, in diese Größe, diese Weite der rechten Seite, schön dahin atmen. Gut, mit dem nächsten Einatmen wieder aufrichten. Ausatmen, die Hände nach hinten. Wenn du jetzt die Finger verschränkst, versuch mal diese ungewohnte Faust zu machen. Also einen Finger weiter, Schultern nach hinten rollen, Faust nach unten schieben. Automatisch zieht das Brustbein sich hoch. Du hast hier so einen schönen, weiten, präsenten Atemraum. Atme Richtung Schlüsselbein hoch. Mit dem nächsten Ausatmen verneig dich an der Innenseite deines Beins nach unten, heb die Arme langsam nach oben, während der Blick nach hinten geht. Tief atmen, Nacken und Gesicht entspannen und langsam wieder aufrichten. Nochmal die Arme über vorn hoch im Einatmen, ausatmen, die Hände zueinander zu Namaskara oder Anjali Mudra. Jetzt den rechten Ellenbogen außen gegen das linke Knie drücken. Knie und Ellenbogen drücken zusammen, sodass ein guter, stabiler, kraftvoller Punkt entsteht. Den brauchen wir nochmal heute, so diese Gedanken, dass wir so eine Basis, so eine kraftvolle Basis aufbauen. Dreh dich jetzt nach links. Linker Ellenbogen über den rechten. Ausatmen, in die Drehung fließen, obere Schulter ein bisschen nach hinten lehnen, einatmen, den Rücken lang machen und wachsen. Tief durchatmen. Mit dem nächsten Ausatmen kannst du gerne mal die Arme wegschieben, ja, so ganz lang werden. Einatmen, noch einmal aufrichten, nach oben, ausatmen, Hände nach unten, Schritt nach vorn in die Vorbeuge. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, lange Rücken, auch lange Beine, Innenseite der Beine wegschieben. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, in die Hocke nach oben, die Arme heben. Ausatmen, in die tiefe Hocke nach unten, die Arme nach hinten bringen. Hier nochmal ein paar Runden. Mit dem nächsten Einatmen kommst du ganz hoch in den Stand. Ausatmen, bringst du die Hände vor das Herz. Mal einatmen, nach oben strecken. Ausatmen, in die Hocke eintauchen. Die Hände wieder vor das Herz. Jetzt den rechten Ellenbogen zwischen die Knie. Rechtes Knie ein Stück zurückziehen. Nach links aufdrehen. Ellenbogen übereinander. Handflächen drücken von oben nach unten. Du kannst hier auch, wenn du sehr flexibel bist in der Drehung, den Ellenbogen außen neben das linke Knie aufsetzen. Auch hier wieder mit Knie und Ellenbogen dagegen halten, dann fällt die Drehung leichter. Wir brauchen immer wieder diese Fixpunkte am Körper heute noch. Ausatmen, in die Drehung, obere Schulter zurücklehnen, einatmen, Rücken lang machen. Und mal so spüren, wie tief kannst du mit dem Becken kommen, wo ist es gut, nicht zu hoch und nicht ganz tief, eher so ein gutes Maß. Atme dich in die Haltung und mit dem nächsten Ausatmen die Arme wegstrecken von dir. Mal tief durchatmen, die Spannkraft des Körpers kommen. Einatmen, aufrichten in den Stand. Ausatmen, in die Vorbeuge, nach unten eintauchen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge lang werden. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge zurückfließen. Den linken Fuß im Einatmen nach hinten setzen.
Ausatmen, rechten Fuß nach hinten nehmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, den Vinyasa, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bodenlage. Einatmen, in die Kobra fließen. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Hebe nochmal dein linkes Bein hoch. Winkel dein Knie, schieb den Fuß richtig nach oben und oben nach rechts, sodass die Hüfte sich aufdreht. Linke Hüfte über die rechte Hüfte. Einatmen in die linke Seite. Ausatmen, Knie zum rechten Oberarm. Schultern nach vorn. Einatmen zurück, dieser dreibeinige Hund. Hüfte aufdrehen. Ausatmen, wieder mit dem Knie nach vorn zum Oberarm. Einatmen, zurückschieben. Hüfte aufdrehen. Und jetzt dein Knie zum linken Oberarm, und zwar an die Außenseite. Gut. Die Ellenbogen beugen, linker Ellenbogen unter das Knie aufsetzen, rechter Ellenbogen so beugen, dass du auf dem Hüftknochen aufsitzt, und dann kannst du kurz innehalten oder weitermachen, dich nach vorn neigen, das rechte Bein heben, mal entspannt atmen, sofern das möglich ist, dir was freuen, was machbar ist, und wieder zurück. Abwärts schauender Hund. Mal tief durchatmen. Einatmen, Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Sitzen. Wir gehen nochmal einen Augenblick lang zur Ruhe kommen, die Augen schließen. Und spüren die Spannung, die Wärme, das Pulsieren, das Atmen, das Sein. Okay. Wir gehen noch gemeinsam in die Krähe, in Karkasana. Das ist auch eine Haltung, die braucht eine gute Armbalance, eine gute Körperspannung, ein bisschen Trick, um die Hebelwirkung auszunutzen, dann fällt es leichter. Du kannst das mitmachen natürlich oder dir sagen, nö, Yoga ist für mich was ganz anderes. Auf dem Level, auf dem ich Yoga praktiziere, ist das egal, brauche ich das nicht machen. Perfekt. Dann einfach ein Drehsitz, einfach wenn du hier schon mal bist, ein paar Momente jeweils in eine Seite drehen und die anderen, die mitmachen möchten, kommen in die Hocke. Und hier bringst du die Handgelenke zueinander und kreist über die Handgelenke hinweg. Also eine kleine Vorbereitung für die Handgelenke. Mal die Richtung wechseln. Gut, jetzt setzt du die Hände mit weit aufgefächerten Fingern vor dir auf, so ein bisschen vor den Schultern. Ja. Die Arme sind an den Innenseiten der Beine und jetzt drückst du, wenn du die Ellenbogen anbeugst und nach außen ziehst, mit den Ellenbogen gegen die Innenseiten der Knie. Und das ist jetzt dieser Krafthebel, den wir brauchen, also Ellenbogen ziehen nach außen gegen die Knie, die Beine drücken zusammen, um die Arme wieder zu strecken. Von außen passiert nichts, von innen fühlst du diese Spannung, diese Kraft. Und je mehr du hier an diesen Punkten drückst, gegeneinander, desto leichter fällt dir jetzt die Krähe. Du drückst, drückst, drückst mit den Ellenbogen nach außen, mit den Beinen wieder zusammen. Da hast du eine ganz gute Spannung, einen ganz guten Drehpunkt hier, denn das ist dieser Dreh- und Angelpunkt für die Krähe. Jetzt bringst du mehr Gewicht nach vorn, 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 vorn und irgendwann kommt die Physik dazu. Dann ist der Oberkörper schwerer als die Beine und dann heben die Beine sich hoch. Ja, und dieser Trick ist wirklich mit den gebeugten Ellenbogen gegen die Innenseiten der Beine drücken, mit den Beinen dagegen drücken. Mal atmen. Und wieder zurück. Okay, mal die Arme kreisen. Yoga ist so ein wirklich schönes, flexibles System. Kannst es dir leichter machen, einfach sagen, gut. Passt mir, brauche ich nicht, reicht wie es war. Oder das nochmal machen
Oder es ist beliebig nach oben justierbar. Du kannst also auch mal ein Bein nach hinten hochschieben oder mit den Beinen zur Seite wechseln. Ich versuche es dir zu zeigen. Ja, Cobra ist die Ausgangsbasis. Und jetzt, einfach gesagt, schieben die Beine nach links. Okay, ja, mal probieren. Andere Seite. Und wenn du genug probiert hast, dann lass uns im Sitz ankommen. Vielleicht ist es einfach so ein Fersensitz. Vielleicht ein ganz anderer, bequemer Sitz. Hier nochmal bitte über die Handgelenke kreisen. Wir sind jetzt alle wieder im Sitz angekommen. Handgelenke kreisen lassen in alle Richtungen. Gut. Arme nochmal ausschütteln. Alles tun, was gut ist. André sitzt, die linke Hand an die Außenseite des rechten Beines, rechte Hand nach hinten, mit dem Ausatmen drehen nach rechts, mit dem Einatmen den Oberkörper aufrichten. Und wieder zurück zur Mitte, in die andere Richtung, rechte Arm an die Außenseite, linkes Bein, linke Arm nach hinten, ausatmend, sanft in die Drehung fließen, einatmen, innerlich leicht werden und aufrichten. Und wieder zurückdrehen, mal die Schultern kreisen lassen. Gut. Dann leg bitte ein oder zwei Hände zum Herz. Und wenn es passt, dann schließ die Augen. Bitte dich einmal zu spüren, wie dein Herz jetzt pulsiert. Und wieder mehr in diese nährende innere Verbindung zu dir selbst einzutauchen, nach diesen herausfordernden Wegen dieser Yoga-Praxis. Einfach mal dich spüren, wie du pulsierst, wie du lebst und atmest. Schick die Atmung zum Herzen. Jeder Atemzug nährt und verwöhnt und streichelt dein Herz. Gönn dir gern auch so ein inneres Lächeln, so wirklich aus Herzen, nicht irgendwie aufgesetzt, sondern wirklich aus tiefstem Herzen. So ein ganz inneres, ehrliches Lächeln, dein Anerkennen dessen, wie du bist, wer du bist, was du bist, deine Fähigkeiten, dein Fertigkeit, mit deinen Erfahrungen, von denen andere auch profitieren können, mit deinem Wissen. Auch mit deinen Fähigkeiten im Yoga. Ja, vielleicht ist es eine gute Yoga-Praxis gewesen, die dich abgeholt hat. Vielleicht sagst du aber auch, dass Yoga für dich was ganz anderes ist. Das ist gut, denn Yoga ist so vielfältig, dass du deinen eigenen Weg dabei finden kannst. Und so wie du jetzt durch diese Praxis gekommen bist, so war das gut. Ist genau richtig. Und das innere Lächeln, das ist dieses Zeichen. So wie du bist, bist du gut. Ja, dann bring die Hände vor dem Herzen einmal zueinander, diesmal ganz sanft. Es braucht keine Spannung, keinen Druck, einfach eine ganz liebevolle Berührung der Hände miteinander. Und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, machst einen großen Bogen über die Seite nach oben
und ausatmen, bringst du die Hände wieder zurück vor die Stirn, vor den Mund und vor das Herz. Und nochmal einatmend die Arme ausbreiten, mit einem Bogen nach oben kommen. Ausatmen, die Hände wieder vor das Herz zurücksenken. Und wenn es dir gut tut, dann verneig dich gern mit einem inneren Danke vor dir selbst. Danke für die Zeit, die du dir schenktest, diesen kraftvollen Yoga-Weg, den du erfahren durftest. Die Kraft, die dich leitet im Yoga, aber auch besonders im Alltag. Es ist alles in dir, alle Ressourcen sind in dir. Und dann richte dich langsam wieder auf und öffne wieder die Augen. Und ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir einen guten energetischen Weg durch die Tage. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bleib bitte wohlauf und gesund bis dahin. Und vielen Dank für heute. Namaste.